So Leute, hier ist endlich das Ergebnis von den Osterprodukten. Tut mir so leid für die Verspätung, aber ich war die ganze Woche krank und konnte jetzt erst das Video für euch filmen. Der Goldhase von Lindt ist einfach komplett geschmolzen, man kann ihn wirklich gar nicht mehr erkennen. Sonst ist leider nichts passiert. Die Smarties Ostereier sind aufgeplatzt, aber sonst ist mit denen leider auch nichts passiert. Beim Spiegelei habe ich mich mega gefreut, das ist schön groß und knusprig geworden. Das Oreo Löffelei, die Milka Nascha Eier und die KitKat Osterhasen sind einfach eins geworden. Die drei Produkte sind einfach komplett geschmolzen, man kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Die Haribo Osterlis sind etwas größer geworden. Hier habt ihr nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich. Mit dem Kinder-Joy ist leider nichts passiert. Auch das ist nur geschmolzen. Dann kommen wir auch schon zu dem Fondant-Dotter-Ei. Mit dem ist leider auch gar nichts passiert. Es ist einfach nur tiefgefroren. Leider war das Experiment ein Fail.